Die Schlehe gehört zu den ersten Gehölzen, die schon im März, April herum blühen. Dabei öffnen sich die Blüten lange vor dem Blattaustrieb und deswegen kann man die Schlehe, den Schwarzdorn, daran sehr gut von dem Weißdorn unterscheiden. Da treiben nämlich erst die Blätter aus und danach öffnen sich die Blüten. Die Blüten von der Schlehe, die sind auch ein richtiger Insektenmagnet. Die Insekten, die finden da aber bei weitem nicht nur Nektar und Pollen, sondern die Schlehe bietet noch viel, viel mehr. Zum Beispiel wird die Schlehe von etwa 70 verschiedenen Falterarten als Raupenfutterpflanze genutzt, darunter gefährdete bis hin zum vom Aussterben bedrohte Arten. Das heißt, die Schlehe, die ist auch da unglaublich wichtig. Und es gibt sogar Käfer, die sich von der Schlehe ernähren, zum Beispiel der Schlehenblütenstecher. Das ist ein Rüsselkäfer, der ausschließlich auf der Schlehe vorkommt. Wie sieht es denn bei euch aus? Wachsen bei euch in der Nähe Schlehen und blühen die zurzeit schon? Schreibt mir das total gerne mal in die Kommentare.